everybody, welcome back to my channel. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich heiße Robin und momentan habe ich so eine Series und es geht um eine Checkliste für, beziehungsweise die ultimative Checkliste für dein Auslandsstudium. Das ist das dritte Video zu dieser Reihe und heute reden wir über Travel Insurance, Medical Care und Travel, also An- und Abreise generell. Falls euch Sachen wie Visa oder auch Finanzen und finanzielle Unterstützung interessieren, dann schaut doch einfach mal bei meinen anderen Videos vorbei. Der erste Punkt, über den wir heute zusammen reden, ist Travel Insurance. Für manche hört sich das vielleicht unnötig an, aber es ist eigentlich ein super wichtiger Punkt. Denn wenn ihr eine Reiserücktrittsversicherung oder Reiseversicherung habt, dann könnt ihr euch das sparen, dass ihr ganz viele mega große Geldausgaben habt. Bei Punkten wie zum Beispiel Krankheit. Wenn ihr krank werdet im Zielland oder auch hier zu Hause, bevor es überhaupt losgeht. Wir könnten jetzt mal als Beispiel Corona nehmen. Wenn ihr Corona bekommt, könnt ihr nicht reisen. Und falls es zu dem Zeitpunkt geschehen würde, in dem eigentlich euer Flug wäre, dann müsstet ihr ja zu Hause bleiben. Und durch diese Reiserücktrittsversicherung würde euch ein Teil oder der gesamte Preis des Flugtickets und auch des Hotels, falls ihr eins eben dort gebucht hattet, dann zurückerstattet werden. Ebenfalls ist es auch gut, falls ihr euch irgendwie verletzt, da die Arztkosten in manchen Ländern sehr viel höher sind als in Deutschland zum Beispiel. In dem Fall würde euer ganzes Erspartes nicht draufgehen, da durch diese Reiserücktrittsversicherung ihr in manchen Bereichen von verschiedenen Injuries abgesichert seid. Ganz viele Unis verlangen tatsächlich auch, dass ihr so eine Reiserücktrittsversicherung oder generell eine bestimmte Art oder einen bestimmten Typ von Versicherung abschließt, beziehungsweise abgeschlossen habt, damit die sich auch so ein bisschen selber absichern können. Unter anderem müsstet ihr dann vielleicht auch höhere Studiengebühren bezahlen bei dieser Uni, weil ihr eben nicht so gut versichert seid, wie die das eben möchten. Ja, es ist auch sehr gut, eine Reiserücktrittsversicherung zu haben, falls man ausgeraubt wird, da dann viele Dinge einem eben zurückerstattet werden oder also wie, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt eine mega krass teure Tasche dabei hattet von Louis Vuitton oder euer iPhone oder irgendein anderes Handy oder euren Laptop, dann könnt ihr das angeben und euch werden, wie schon vorhin gesagt, vielleicht Teile oder auch gesamte Geldbeträge zurückerstattet. Ich werde euch in die Infobox auch noch ein paar Seiten wie dem ADAC, der Allianz, iMglobal oder Battleface und ein paar andere Webseiten reinstellen, die euch dabei helfen können, die richtige Reiserücktrittsversicherung zu finden. Und natürlich im Endeffekt auch abzuschließen. Kommen wir nun schon zum zweiten Punkt, Medical und Medical Care. Bevor ihr auf eure Reise geht, solltet ihr auf jeden Fall mal so einen kompletten Check machen lassen bei eurem Arzt, ob alles in Ordnung ist und auch nachschauen, ob ihr alle nötigen Impfungen habt, Impfungen habt, die notwendig sind für eure Heimat und dann auch für das Land, in das ihr gehen werdet. Dazu könnte ich, oder könnt ihr, eher gesagt, nochmal in meine Infobox schauen. Da werde ich die Seite vom Auswärtigen Amt verlinken und da kann man viele Informationen zu Impfungen, die man in verschiedenen Ländern braucht, nochmal nachschauen. Weil man natürlich andere Impfungen braucht, zum Beispiel wenn man nach Brasilien, nach Lateinamerika gehen würde für einen Uni-Aufenthalt, als die man in Europa brauchen würde oder in Deutschland. Da es dort natürlich auch ganz andere Insekten und andere Tiere gibt, andere Sachen. Um eben schon detailliertere Informationen dazu zu haben, vielleicht von Impfungen, die ihr denkt, dass ihr braucht, könnt ihr wie gesagt auf die Seite des Auswärtigen Amtes gehen, die in meiner Infobox verlinkt ist, und dann schon bei dem Termin, den ihr ausmacht, übers Telefon oder Internet bei eurem Arzt es mit angeben. Für manche besonderen Impfungen muss man ein bisschen mehr bezahlen, aber redet da einfach mit eurem Arzt drüber und der wird euch da auch super beraten, welche ihr da unbedingt braucht und welche ihr nicht
welche nicht unbedingt notwendig sind. Und dann kriegt ihr dann einen super Deal. Falls ihr immer ongoing medical care braucht, das heißt immer Medikamente einnehmen müsst, dann ist es gut, wenn ihr Kopien eurer ganzen Medical Records macht und die dann bei euch habt in dem Land, in dem ihr seid. Und natürlich auch im Voraus dafür sorgt, dass die Rezepte, die ihr benötigt für eure Medikamente, ausreichend sind, bis ihr wieder nach Hause geht. Oder nicht komplett nach Hause geht, sondern nur für einen Urlaub nach Hause geht, wenn ihr zum Beispiel Semesterferien habt. Man sollte im Ausland immer fortgehend darauf schauen, wie viele Medikamente man noch übrig hat, da es ganz oft sein kann, dass verschiedene Apotheken die ausländischen Rezepte nicht sofort anerkennen und der Prozess dann ewig lange dauert und ihr vielleicht eure Medikamente nicht rechtzeitig bekommen würdet. Was natürlich doof wäre, wenn ihr die unbedingt braucht und einnehmen müsst. Für andere verschiedene arztbetreffende Infos werde ich auch noch ein paar Links in die Infobox packen, die dann Sachen enthalten wie lokale Health Services, die vielleicht unterschiedlich sind als hier in Deutschland und auch wie man die am besten verwenden kann. Falls euch Themen interessieren, wie zum Beispiel Heimweh, da wird bald auch ein Video kommen, also stay tuned. Ich habe da nämlich auch Erfahrungen schon mit gehabt, als ich ein Jahr in den USA war. Und genau, falls ihr Bock habt, eure Geschichte zu teilen, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Oder auch auf Instagram, da werde ich hier meinen Namen verlinken. Oder auch auf Snapchat, den Namen seht ihr am Ende beim Outro von meinem Video. Und dann kann ich gerne von euch eure Story auch ein bisschen mit reinbringen und aus verschiedenen Perspektiven erzählen, wie Leute damit vielleicht auch umgegangen sind, was für verschiedene Momente es gab, in dem Heimweh sehr schlimm war und vielleicht auch wann es am schlimmsten war, wenn es angefangen hat, vielleicht auch aufgehört hat. Genau, also schreibt mir ein paar Sachen und dann werde ich euch auch mit einbeziehen. Kommen wir jetzt schon zum dritten Punkt von meinem Video und auch dem letzten. Und der ist Travel in general, also so An- und Abreise, auch ein bisschen Reisen vor Ort. Genau, also let's go! Man sollte sich immer schon die Tickets am besten ein paar Monate im Voraus tatsächlich sichern und buchen, weil es da noch billiger ist, als wenn ihr es eine Woche vor eurem Flugdatum bzw. Woche vor eurem Studium, wenn es schon anfängt, bucht. Ist natürlich auch logisch ein bisschen, aber ja, genau. Das Ganze gilt nicht nur für Flugtickets, sondern auch für Zugtickets, vor allem auch, wenn es in einer Hochsaison wäre. Natürlich gibt es auch oft diese Blitzangebote, Sekundenangebote, aber hier kann man sich nicht so wirklich sicher sein. Es ist natürlich ein bisschen ungewiss, wie die Gesellschaften von Zug oder auch Flug ihre Preise dann senken und ob sich das dann wirklich lohnt, das zu riskieren und man vielleicht im Endeffekt viel mehr bezahlen würde. Deshalb bucht es am besten schon ein bisschen im Voraus. Hierfür sind Vergleichsportale natürlich super cool, weil ihr dann die günstigste Option raussuchen könnt. Da werde ich euch auch noch ein paar in der Infobox verlinken und dann könnt ihr einfach über den Link gleich auf die Seite kommen. Natürlich sollte man sich am besten auch schon Gedanken machen, wie man dann von der Station, wo man angekommen ist, oder dem Flughafen, an dem man angekommen ist, zu seiner Wohnung in dem Zielland oder dem Hotel oder Student Accommodation, also Studentenwohnheim, kommt. Und es ist natürlich auch gut, wenn ihr über diese ÖPNV schon im Voraus Bescheid wisst, also die öffentlichen Personennahverkehrssysteme, Informationen, alles Mögliche, damit, falls ihr dann, beziehungsweise wenn ihr dann studiert und ein bisschen rumkommen wollt in dem Land, der Stadt, der Region, dem Gebiet, was auch immer, dann wisst ihr schon Bescheid, ob es am besten ist, das U-Bahn-Netz zu verwenden oder eher die S-Bahn oder lieber die Busse. Wenn es wirklich der Fall ist, dass ihr schon so weit im Voraus auch wisst, dass ihr unbedingt noch ein bisschen reisen wollt in Semesterferien oder an ein paar Wochenenden, die ihr, wo ihr nicht so viel zu tun habt, das wisst ihr natürlich jetzt noch nicht, aber
wenn ihr das plant, so ein paar Sachen da reinzuschieben während eures Studiums, dann ist es natürlich auch gut, wenn ihr euch schon im Voraus ein Budget für diese Reisen setzt so ein bisschen und vielleicht auch erstmal so feststellt, was ihr euch davon, also beziehungsweise welche Reisen ihr euch leisten könnt und auch wollt, dann schaut doch einfach mal auch noch in meinem anderen Video vorbei, in meinem letzten. Da rede ich über Finanzen und finanzielle Unterstützung und da ist eben der Punkt Budget setzen und ganz viele Sachen eben auch zu Finanzen ein Punkt. Und der würde euch da bestimmt auch noch ein bisschen helfen. Genau, das war es auch heute schon von mir. Wir sehen uns, falls ihr wieder einschaltet, am Donnerstag schon, weil ich nämlich eine kleine Haul gedreht habe und die kommt am Donnerstag schon online. Genau, falls euch also interessiert, zu was ich eine Haul gedreht habe, dann schaltet am Donnerstag auf jeden Fall ein. Und falls ihr mir noch nicht folgt, dann subscribe to my YouTube-Channel und lasst das Glöckchen klingeln, damit ihr dann auch informiert werdet, dass ich was gepostet habe. See ya!